Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian. Ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox einen Tieflader vor. Und zwar den Lizard GSL3. Den findet ihr in dem Shop unter der Kategorie Tieflader. Unter ja, Lizard in dem Moment. Kostet in der Anschaffung 80.000 oder 4.080 in der Miete, Schrägstrich Leasing. Und kann in den ja, also typischen LS-Farben plus ein paar extra Farben quasi generiert werden, ne? Also umlackiert werden, so wie es halt bevorzugt. Ja. Ich habe jetzt mal in Blau konfiguriert. Ihr seht, qualitativ gibt es an diesem Fahrzeug nichts zu meckern. Ne? Ist ein guter Qualitätsstandard. Das Lizard hinten auf den Schmutzflecken ist gut zu lesen. Dieser funktioniert ähnlich wie der Standard Goldhofer hier im LS. Einziger Nachteil ist allerdings mal wieder, wie ihr seht, er schleift auf. Ne? Also könnt nicht glatt runterfahren, sondern er setzt immer wieder auf. Dann könnt ihr ihn ankoppeln. Die Kabelverbindung Hydraulik ist alles gegeben. Hat Seitenbegrenzungsleuchten, hat er auch. Hier hinten die Beleuchtung. Blinker links, Blinker rechts. Funktioniert. Ne? Die beiden Beleuchtungen funktionieren. Rückfahrlicht hat er allerdings nicht. Bremsen funktionieren, aber hat halt keine Rückfahrscheinwerfer. Ja. Funktionsweise ist natürlich ähnlich, das heißt also ihr koppelt das hintere Teil ab, fahrt mit dem Zugfahrzeug weg, steigt dann einfach mal, ich habe jetzt auch mal einen Fendt genommen. Und fahrt mit denen dann quasi auf dem Wähler drauf. Und ihr seht, er backt auch nicht durch oder ähnliches. Spanngurt hat er leider nicht. Also fixieren ist da nichts großartig. Dann ganz mal wieder ankoppeln, wie gewohnt, ranfahren. Dann erkennt er das, koppelt ihn an und könnt dann natürlich mit ihm losfahren. Ja, mehr gibt es zu diesem Mod nicht zu sagen. Die Lok ist, wie gesagt, ist fehlerfrei, gibt es nichts zu meckern. Allerdings teste ich ihn hier auch nur auf einem Singleplayer. Das heißt, wie er sich auf dem Dedicated-Server verhält, kann ich euch nicht genau sagen. Aber ich glaube, dadurch, dass von Lizard kommt, bzw. auch Mod Hub zur Verfügung steht, dürfte es keine Probleme geben. Wenn euch diese Modforschung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Gerne auch kommentieren. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Modforschungen von mir oder meinen Kollegen verpasst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich verabschiede mich von euch. Euer Christian. Ciao.